10! Was ist denn das? 47%! 48! Ah! Schneller! Servus Leute und herzlich willkommen zum Clash of Clans Rashcore Clan Let's Play heute am Samstag. Und der Clankrieg hat vor ein paar Sekunden begonnen. Es steht 0:0, aber die ersten gegnerischen greifen hier schon unsere Lager an. Ihr seht's hier gleich, passt auf. Hier wird gerade der Tatsuya angegriffen. Wir können jetzt natürlich live zusehen nach dem Update. Und der Gegner lockt hier erstmal die Clan-Truppen raus. Haut jetzt sogar einen Blitz auf die Truppen, was für ein Vollidiot. Und die Clan-Truppen verteidigen aber noch schön. Es hatte auch jetzt fast jeder 19, zwischen 15 und 20 Truppen in den Clan-Truppen. Beim Rashcore-Clan. Das heißt, jeder hat mal schöne viele Clan-Truppen in seiner Clanburg gehabt. Jetzt hat er hier erst 8% geschafft. Und ich hoffe, der schafft hier keine 50%. Wir können jetzt hier natürlich live zugucken. Das ist natürlich viel besser als früher, wo man nur dann das Endergebnis gesehen hat. Und darum würde ich mal sagen, viel Spaß. Und da hat gerade der Huawei verlassen. Hallo, hallo, hi, hallo, 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 hallo. Geh angreifen, ich will den Tim nerven. Hallo, lasse, hallo, es. Okay, die wollen mich also nerven. Das kann ich verkraften. Und ihr seht hier gerade, der schafft es leider, so wie es aussieht. Ja, ein Minenwerfer lebt noch. Ein Minenwerfer lebt noch. Und jetzt gehen alle Truppen auf den Minenwerfer, was eigentlich gar nicht geht, aber schade. 100% und es sind die ersten 3 Sterne für den Gegner und hier schreiben sie gerade schon wieder richtig viel. Wenn ich Clan Elster bin, kick ich dich. Hallo, hallo, hallo und ich bin bald Clan Elster. Hallo, hallo, hallo. Ja, also wenn ihr Clan Elster werdet, dann erstmal Respekt an euch, weil ihr 1000 Truppen gespendet habt. Aber natürlich nicht einfach so Leute kicken. Natürlich der Sebo, der schreibt das ganze Zeug jetzt auch gerade, weil er hier direkt neben mir steht. Und wir gucken jetzt mal. Der Killer 66, der Beste aus dem Rashcore-Clan, wird hier gerade angegriffen. Und ich glaube, der will einfach nur den Bonus bekommen, 50%. Wir sind hier gerade bei 3%. Ich werde auch gleich noch einen Angriff machen, aber es ist gerade so spannend hier. Der zieht euch rein, der Beste an... Oh! What the fuck hier? Jetzt werden hier natürlich erstmal ein paar Drachen gesetzt. Die Clan-Truppen können natürlich gegen die Drachen nicht viel ausrichten. Aber hier stirbt gleich der erste Drache. Der ist dem Ende geweiht, der erste Drache ist tot, der zweite Drache ist tot. So gefällt mir das. Und jetzt haben die aber richtig Speed und hier kommt der Lavaturm, der alles kaputt haut. Hart, hart, hart. Und er schreibt gerade, natürlich den Fernturm, der schreibt gerade selber, nee, tut mir leid, keine Hobbys. Ich wollte ihr nur ein bisschen nerven, weil der neben mir steht und Aufnahme macht. Ja, jetzt ist es raus, er steht neben mir, oh mein Gott. Und der Infernoturm geht hier richtig ab. Der röstet die einfach natürlich. Und ich glaube, das werden keine 50%. Hier kommt eine Luftbombe, macht den Drachen kaputt. Hier die Luftabwehr. Und die Drachen sind natürlich so dumm und greifen erstmal alles andere an. Aber jetzt wird es kritisch. Der erste Drache greift das Goldlager an. Sie kommen langsam an die Luftabwehr. Hier oben ist noch eine Bogenschützenkönigin, die aber von dem X-Bogen hier richtig weggefetzt wird. 53%, leider der erste Stern. Aber den nächsten Stern wird er nicht schaffen. Da sind die Truppen zu wenig. Jetzt haben sie schon, glaube ich, 7 Sterne. Was ist denn hier los? Ich glaube, ich gehe jetzt mal angreifen. Ich schaue jetzt mal hier spähen, wer denn so in mein Nivea ist, in meinem Niveau ist. Nee, der ist auf jeden Fall nicht in meinem Niveau. Der ist doch schon was ganz anderes. Aber ich habe Schweinereiter darum. Suche jetzt ein Dorf, wo die alle sehr weit zusammen sind, alle Verteidigungen. Das sieht doch schon mal besser aus, die Nummer 6. Dann schauen wir uns mal die Nummer 7 an. Die ist noch ein bisschen näher. Ich versuche, dass die Minenwerfer nah zusammen sind. Dass ich hier ganz einfach die Minenwerfer zerstören kann. Wenn ich hier in der Mitte drin wäre, nee, da würden die Schweinis außen rumlaufen. Nee, das mache ich lieber nicht. Dann schauen wir mal den Big Boss an. Ich glaube, den greife ich an. Oder soll ich es nicht machen? Ich greife ihn einfach mal an. Ich werde hier auch gerade nicht beeinflusst von dem Sebo und von dem Leondoran, der auch in unserem Clan ist, hier gerade neben mir stehen. Ich werde hier nicht beeinflusst, Leute. Keine Angst, auf jeden Fall. Ja, erstmal hier ein paar Bogis setzen, die hier erstmal hoffentlich so von außen erstmal 50% machen. Lässt sich hier der... Ja, lässt er sich rauslocken. Ja, da lässt er sich rauslocken, das kleine Opfer. Der ist schon mal tot. Hoffen wir mal. Noch ein paar Bogis hinten nach.
So, der gegnerische Barbarenkönig ist tot. Ich hoffe, es bricht jetzt einfach nur nicht die Verbindung ab. Das wäre jetzt mein größter Feind. Und da ist der Barbarenkönig tot. Jetzt ist hier noch ein Magiturm. Und dann würde ich mal sagen, setzen wir einfach ein paar Bogenschützen. Und jetzt setze ich hier meine Riesen. Das ist alles Ablenkung. Und natürlich, so, die Bombe ist gefallen. Und jetzt kommen drei Minenwerfer. Der erste macht die Mauer kaputt. Wunderbar, die Minenwerfer laufen weiter. Und die nächste Mauer ist kaputt. Wir sind drin. Wir sind mitten im Kampf hier. Und jetzt kommen natürlich hier die Clan-Truppen mit dem Barbarenkönig. Und die Heilung setze ich jetzt noch nicht ein. Aber die Schweinis jetzt hier von jeder Seite. Überall kommen die Schweinis einfach rein. Und jetzt ist hier die Heilung für die Schweinis natürlich perfekt gesetzt worden. Keine Ahnung. Oh. Da fliegt ein Schwein weg. Und ja, die Heilung. Ja, die werden jetzt auf jeden Fall nochmal schön geheilt. Der X-Bogen ist jetzt natürlich ein großer Feind von uns. Und ich sehe hier nichts, wenn der Leon Dorn hier auf dem Bildschirm rumhackt. Aber genau. Willst du mal was sagen? Willst du mal was sagen? Ja. So, der Leon Dorn hat hier gerade ja gesagt. Und hier leben noch ein paar Schweinis, die jetzt leider zugrunde gehen. Was ist denn das? 47%! 48! Ah! Schneller! 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 Immer mal ausrasten. Nein! 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 Okay. Das kann ich jetzt hier gerade nicht verkraften. Ich wünsche noch einen schönen Kriegstag für alle Angestellten hier. Für alle Clanmitglieder wünsche ich noch einen schönen Kriegstag. Ich weiß hier gerade nicht, was mit mir los ist. Einfach hier irgendwie. Ich habe alles Geld ausgegeben und irgendwie ist jetzt alles weg. Keine Ahnung. Und wir verlieren hier gerade Scheiße. Wir verlieren wirklich hier 0-7. Es ist wirklich kritisch hier. Aber ich wünsche allen anderen viel Glück im Clankrieg. Ich bin hier gerade schon wieder richtig im Rush mit 48%. See you later, Alligator.